Natriumchlorid ist für den Elektrolythaushalt des menschlichen Körpers unerlässlich. Die Geschmacksrichtung salzig ist das biologische Signal dafür, dass die Nahrung diese lebenswichtige Verbindung enthält. Es ist daher naheliegend, dass wir beim Begriff salzig unweigerlich an Kochsalz bzw. Natriumchlorid denken, ein weißer, kristalliner Feststoff. In wässriger Lösung dissoziiert es in Natrium- und Chloridionen. Der Mensch nimmt Natriumchlorid nicht als Ganzes wahr, sondern nur die gelösten Natriumionen. Sie erzeugen einen reinen, intensiven Salzgeschmack. Ebenfalls als salzig empfinden wir bestimmte weitere Kationen wie Kalium, Calcium, Lithium und Ammoniumionen. Sie können jedoch mit weiteren Geschmackseindrücken verbunden sein. Ammoniumhydrogencarbonat oder Hirschhornsalz wird als Backtriebmittel für flache Backwaren wie Lebkuchen oder Kekse eingesetzt. Als Reinsubstanz besitzt es einen salzigen Geschmack, der mit einem kühlen Sinneseindruck verbunden ist, ähnlich wie bei Menthol. Durch die Hitzeeinwirkung während des Backprozesses zerfällt Ammoniumhydrogencarbonat in Ammoniak, CO2 und Wasser. CO2 und Ammoniak sind gasförmig und entweichen, weshalb das Endprodukt nicht mehr salzig schmeckt. Kaliumchlorid schmeckt nicht nur salzig, sondern auch leicht bitter. Aufgrund dieser Geschmackseigenschaft eignet es sich bei einer natriumarmen Ernährung nur teilweise als Ersatz für Kochsalz. In Kombination mit Kochsalz kann Kaliumchlorid in Salzmischungen für eine natriumreduzierte Ernährung enthalten sein. In diesem Produkt hat es einen Gewichtsanteil von 40%.